Holunder gefunden. Wahnsinn, also jetzt ist die richtige Zeit, wo die Disteln verblühen oder aufgehen, sagen wir so. Und das ist wirklich ein geiler Zunder. Also, vor allem total schnell gesammelt. Nehme ich recht einmal an mit. So, jetzt haben wir jetzt Hagebutte gefunden. Das haben wir natürlich festgenommen. Da ist noch relativ viel oben. Das ist die Herz Hagebutter. Das war eben für außen. Notnahrung total Vitamin C reich. Und ja, ist eigentlich ganz einfach. Die öffnen. Da sind noch die Körner drin, die Körner drin raus. Die sind total behaart und ja, kann man nicht essen. So schaut das noch aus. Und ja, man kann sich auch ein bisschen abbraten oder so, aber kann man auch so essen. Ein bisschen süß, ein bisschen sauer. Fast wie ein Apfel. Also, wirklich gut. Hagebutter. So, da haben wir jetzt eine Barbaritze gefunden. Weißt du, da kommen die Platteln sowie die Früchte kann man essen und schmecken, ja, ist Vitamin C reich, also wieder, und schmecken sauer. Aber kann man ganz normal essen. Nicht zu viel davon, aber man kann es essen. Also, sehr sauer. Aber gut. Genial, da ist lässig, wunderschön. Übergang von der Schlucht da. Hat sich gewaltig. Da schauen wir von neu. Das ist gefährlich. Lässige Wildwasserbacht unten. Ist doch schön. Da geht denn die Schlucht noch aus. Alles lässig. So, jetzt stehen wir direkt über der Flucht. Wir müssen wieder ein kleines Becken. So, da geht man weiter unten. Sehr geil. So, jetzt machen wir eine kleine Rast. Einen steilen Aufstieg gehabt, mal was trinken und dann geht es gleich wieder weiter. Geht's? Geht schon. Ja. Aber schön ist da eine, gefällt mir gut, echt herrlich. Gott sei Dank. Ja. So, geil. Ein kleines Hexenhaus. Das ist Hänsel. Gretel. Gretel. Jetzt schauen wir mal, ob das aus Lebkuchen besteht. Das war jetzt geil. Also, nicht ohne Hunger. Ja, wirklich geil da. Also, da ist so kleine Hütten, keine Ahnung. Und wenn sie Viecher oben haben, schätze ich mal. Aber auch so ein kleiner Stall.
Da haben sie so Bonzen drin. So. Wirklich geil da. Natürlich, wenn ich unterwegs bin, Kiefern, Fichten, Tannen, Lärchen in der Höhe, alles da. Bin immer auf der Suche nach Kienspann. Also, ist einfach mein Lieblingszunder, was man so finden kann. Und ja, also da habe ich schon mal potenzielles Opfer gefunden da hinten, wenn wir zu mir schauen. Und so schön getrennt, also schauen wir mal, ob wir da was finden. Ja, da siehst du es zum Beispiel jetzt gut. So typisch die rötliche Färbung, also ist Kienspann. Cool. Jetzt sind wir beim Platz angekommen, also da ist der Feuerstelle. Dann hat er gesagt, da darf man grillen. Grillen wir mit. Also Drang hier mit und den Gaskocher eben. Ja, weil da darf man einfach und kein Problem. Und ja, heute gibt es einmal was ganz was Leckeres. Da haben wir Mais mit, passierte Tomaten, Verschiert, Zwiebel und dann gibt es heute Chili con Carne. Super lecker. Und der Enno macht halt ganz was Besonderes. Was machst du denn gut, Enno? Heute gibt es eine Tiroler Gaukasuppe. Mmh, geil, lecker. Ach, meine deutschen Butchkraft-Abonnenten werden wahrscheinlich nicht wissen, was das ist. Das ist ein Graukäse, so wie in Deutschland der Quargel, glaube ich, heißt das. Quark. Mhm. Da ist fast kein Fett rein, fast nur Eiweiß. Ja, da sieht man ja gleich. 2% Fett, super lecker. Stinkt wie die Sau. Wie die Sau, ja. Ja, er stinkt echt, also. Und dann machen wir jetzt eine Suppe. Lecker, super. Freue ich mich schon. Würde ich sagen, dann gehen wir mal an zum Kochen. Dann noch so eine Jungzwiebel. So, die Salben da. Ja, selber geschnitzten Löffel. Ich gebe mal ein bisschen Mais dazu noch. So, jetzt haben wir mal das Verschiert dazu noch und das lassen wir jetzt vielleicht ein bisschen anbraten. So, jetzt haben wir mal so weit alles zusammengemischt. Oh, schaut lecker aus. Jetzt haben wir es mal richtig gut auch kochen lassen. Geil, super. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was der Ender so zusammenkocht. Er hat gesagt, die Suppe ist fertig. Also das ist wirklich. Brutzelt so super lecker und jetzt schauen wir mal. Oh, schaut gut aus, Ender. Schaut echt gut aus, Ender. Also, lecker. Geht's? Super. Ja, wirklich schon, dass es kein Geruchsfernsehen gibt oder Geschmacksfernsehen. Also, das war. Teufel ist sehr gut. Also, das freue ich mich jetzt richtig. Und ist relativ schnell gemacht. Also, genial. Gaukasuppe,
drum ändern. Das ist Hammer, echt. Kurz einen kleinen Fällen, also gewaltig. Top. Das ist jetzt abgerüstete Brot in Butter. Super lecker. Also wirklich genial. Also die Graukraussuppen, absoluter Hammer gewesen. Die Zwiebel rein, geschmacklich wirklich top. Also, das Brot, auch Brot in Butter, mit dem Chili kann ich auch nicht. Oh, das ist halt wirklich ein Drei. Sterne Gänge Menü, wirklich genial. Also. Und ist relativ schnell gekocht, also sehr gut. Wirklich super gewesen, schnell gekocht gewesen. Aber jetzt werden wir auch waschen gehen. Also davor bin ich ja von den Tischli zusammen mitgenommen. Da wollte ich eigentlich noch was sagen. So, da sieht man es jetzt super. Da ist überall ganz ein frisches Harz. Das vermischt man einfach. Oder man holt sich halt raus, so wie man es braucht. Also wie gesagt, das ist jetzt frisches Harz. Holt man so ein bisschen zusammen. Dann gibt nicht alles super zusammen raus. Ja, also wie gesagt, ein bisschen Harz drauf. Dann haben wir Feuersel mal hinfahren. Wie man sieht, dass das brennt jetzt relativ lang, weil eben das Harz dabei ist. Und ganz einfach zum Unzünden, also wenn man jetzt ein Feuer braucht oder was, nachher, ja, das brennt jetzt einmal eine Zeit. Ja, wie man jetzt gesehen hat, also ist eigentlich relativ einfach. Distel sammeln, frisches Harz war gut, oder ein weiches Harz, ist egal. Und ja, da kann man ganz locker also ein Feuer anzünden, hat man keinen Stress nicht. Die Flamme brennt eine Zeit und ja, man kann jetzt schön Holz drüber legen, überhaupt kein Problem nicht. Deswegen immer auch, wenn ihr jetzt im Regen oder im Feuchten unterwegs seid, wenn ihr Distelsamen findet, nehmt sie sie mit, steckt sie in die Hosentaschen rein, trocknet sie. Das wird immer ein Feuer zusammenbringen, überhaupt kein Thema nicht. Ja, dann schauen wir weiter. Cool, sehr schön, schau's mal. Sind wir voll. Wir haben sehr viel gegessen jetzt, super war es, genial, ein bisschen was ausprobiert noch. Und ja, jetzt haben wir uns nach Hause begeben, ein Stückchen wandern müssen wir noch. Heute mal ein richtig gemütlicher Tag, Buschkraft-Style halt, was gut gekocht, ein bisschen was ausprobiert, geschaut, die Natur genossen. Und ja, ich hoffe, mir hat es gefallen. Ja, haben wir, super. Ja. Und ja, dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Unglaublich, Wahnsinn. Also alles Zunder. Gewaltig. Das ist wirklich also ein genialer Zunder. Aber fang jeden Funken. Ja Leute, also unsere Tour, kleine Tour ist wieder zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein bisschen interessant. Anmerkungen und Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr welche Fragen habt oder was ich mal sagen soll. Schreibt es unten rein, nachher mache ich das auch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.